Ja, und jetzt geht's hier auch direkt freudig weiter, meine Damen und Herren. Wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Schwerpunktthema. Wer vielleicht aufmerksam vorher schon mal auf die Webseite der Bildungskonferenz geschaut hat, hat gesehen, wir haben unter anderem 6 Schwerpunktthemen. Eins davon ist Bildung messbar machen. Wir wollen uns der Frage widmen, wie können wir denn tatsächlich erheben und quantifizieren oder auch qualifizieren, was Bildung ausmacht, gerade digitale Bildung, das erheben und dann auch besser werden. Zu dem Thema haben wir jetzt eine ganz, ganz spannende Panel-Diskussion für Sie mit tollen Gästen vorbereitet. Und die Gäste vorstellen und Sie durch das Panel führen wird meine Kollegin Nora Rohr. Sie ist Referentin für Bildungspolitik und Public Affairs im Bitkom. Und ich übergebe hiermit an Nora. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Panel Let's Talk Numbers, die Vermessung der digitalen Bildungswelt. Was man nicht messen kann, kann man nicht denken. Dieses Zitat stammt vom Ökonom Peter Drucker. Wir wollen die Entwicklung unseres Bildungssystems aber lenken und sollten daher auch den Impact messen, den Maßnahmen und Projekte zur Digitalisierung unseres Bildungssystems entfalten. Wenn wir über digitale Bildung sprechen, dann sprechen wir über mehr als die reine Ausstattung mit digitalen Medien. Aber wie misst man digitale Bildung und welche Indikatoren braucht es, um sie zu messen? Wie sieht gute Evaluation aus, damit sie Verbesserungen für die Zukunft bewirkt? Und was machen wir, wenn die Annahmen sich verändern in einer Zeit, in der sich die digitalen Technologien rasant weiterentwickeln? Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit meinen 4 Gästen diskutieren. Und ich möchte sie in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Mir digital zugeschaltet ist Jakob Schamon. Er ist ehemaliger Gründungsschulleiter der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule Berlin und war zuletzt im geschäftsführenden Vorstand des Forum Bildung Digitalisierung tätig. Seit 2023 ist er Geschäftsführer der Telekom-Stiftung. Er ist erfahren in der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und führt mit der Telekom-Stiftung zahlreiche Projekte im Themenfeld digitale Bildung durch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, Herr Schamon. Vielen Dank für die Einladung. Ebenfalls zugeschaltet ist mir Thomas Jatzombek. Er ist Abgeordneter für den Deutschen Bundestag und bildungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich bin gespannt, Herr Jatzombek, wie Sie aus politischer Sicht auf die Messung digitaler Bildung und die Evaluation von Projekten schauen. Herr Jatzombek, schön, dass Sie da sind. Freue mich, dabei zu sein. Viele Grüße aus dem Reichstag. Dankeschön. Digital zugeschaltet ist außerdem auch Christine Regels. Sie ist Präsidentin der Gesellschaft für Informatik, Aufsichtsrätin bei SAP und Vice President der Initiative Women in Tech. Wir sind gespannt, was Sie uns über die Messung digitaler Bildung bezüglich des Informatikmonitors berichten können. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Frau Regels. Herzlichen Dank für die Einladung. Und mit dabei ist auch Professor Dr. Katharina Scheiter. Sie ist Professorin für digitale Bildung an der Universität Potsdam und Leitung der Transferstelle Kompetenzverbund Lernen Digital und des Projektverbunds DigiProMin zur Entwicklung forschungsbasierter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. Wir sind gespannt auf Ihre Expertise und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dabei zu sein. Genau, ich möchte mit Ihnen gerne über die Indikatoren zur allgemeinen Messbarkeit von Bildung sprechen, bevor wir dann über den nachhaltigen Erfolg von Digitalisierungsprozessen sprechen werden und am Ende auch auf die strukturellen Rahmenbedingungen eingehen möchten. Direkt zu Beginn möchte ich Sie fragen, Frau Professor Dr. Scheiter, mit welchen Key Performance Indicators misst man die digitale Bildung und gibt es da überhaupt allgemeingültige Indikatoren oder müssen wir diese immer wieder neu entwickeln? Sie hatten ja eben schon in der Anmoderation gesagt, es ist sicherlich nicht die Infrastruktur, die da entscheidend ist. Infrastruktur brauchen wir als Grundvoraussetzung, aber letztendlich geht es auch nicht darum, wie oft wir digitale Medien im Unterricht einsetzen, sondern es geht am Ende des Tages, aus meiner Sicht zumindest, um die Qualität dessen, was wir damit erreichen können. Das heißt, die Qualität von Unterricht mit digitalen Medien und zu digitalen Medien und die Frage, ob wir Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, zum einen fachliche Kompetenzen, aber eben auch Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien abbilden können durch entsprechende Messungen oder Erhebungen. Da geht es sicherlich nicht nur um das reine zahlenmäßige Abbilden, sondern tatsächlich auch um die Prozessqualität von Unterricht. Also die Frage, wie Unterricht abläuft im Klassenzimmer und welche Rolle dabei digitale Medien spielen. Ja, und wenn man da jetzt genau auf diese Qualität guckt, also wie messen wir denn dann zum Beispiel auch, ob Technologien effektiv eingesetzt werden? Also was wären da zum Beispiel Indikatoren? Also tatsächlich wissen wir schon lange aus der Unterrichtsforschung, was guten Unterricht ausmacht. Also so etwas wie, fühlen sich die Schülerinnen und Schüler kognitiv angesprochen, also fühlen sie sich zum Mitdenken angeregt, fühlen sie sich unterstützt in ihren individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, also empfinden sie sozusagen,
Hilfestellungen als sinnvoll und unterstützend. Und das kann man tatsächlich auch auf digitalen gestützten Unterricht anwenden. Nämlich die Frage, wie ist denn sozusagen der Unterricht? Regt er mich zum Mitdenken an, wenn ich mit digitalen Medien arbeite? Oder werden digitale Medien beispielsweise einfach nur eingesetzt, um etwas Schönes zu illustrieren oder damit man sozusagen das Tablet auch mal verwendet hat im Unterricht? Und darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern es soll wirklich um die Unterstützung von qualitativ hochwertigen Lernprozessen gehen. Ja, Herr Chamon, Sie führen zahlreiche Projekte im Bereich digitaler Bildung durch. Wie steht es grundsätzlich um die Messbarkeit des Erfolgs Ihrer Projekte? Welche Indikatoren setzen Sie da an? Aber Katharina hat es gerade gesagt, das Wichtige ist ja, dass der Qualität des Lernens im Vordergrund steht. Und manchmal salopp sagen wir ja auch, ein schlechter Lehrer mit einem iPad ist manchmal schlechter als ohne. Und das ist ganz wichtig, dass wir wirklich hinschauen und sichern, dass das, was damit passiert, auf hohe Qualität ist. Deswegen ist für uns ganz wichtig, wir schauen auch gerne dahin, wie sind die eigentlich die Kompetenzen bei den Lehrkräften? Wissen Sie didaktisch und pädagogisch, warum und wann ich mit einem digitalen Medium einsetzen soll? Und wann soll ich das auch lieber lassen? Und das ist total interessant. Wir diskutieren in Deutschland ja gerne darüber, welche Konzepte und wie man auch Sachen evaluieren können. Die Fragen haben wir uns auch in Dänemark gestellt, Anfang 2000er, als wir mit Nokias 3510 oder 3210 im Unterricht damit gespielt haben, als ich junger Lehrer war. Das Wichtige ist immer, dass ein Unterricht so geplant ist, dass Kinder und Jugendliche kognitiv angesprochen wird, dass diese Tiefenwirkung eigentlich auch eintreffen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich mit einem Thema auch in der Tiefe zu beschäftigen. Und da kann digitale Medien sehr oft auch unterstützend dabei sein. Digitale Medien können aber auch Lehrkräfte unterstützen in deren Vorbereitung und besonders jetzt auch mit KI in der, bei der Differenzierung. Weil wir wissen, dass eine der großen Herausforderungen ist die Heterogenität. Und da können wir mit digitalen Medien hoffentlich Lehrkräfte auch unterstützen. Das versuchen wir in der Telekom-Stiftung auch mit unseren Projekten denn zu pilotieren erstmal und zu erforschen, was passiert, wenn wir sowas machen. Und da muss man immer von Projekt zu Projekt sagen, was wollen wir eigentlich messen? Ganz interessant, ganz neu haben wir eine Evaluation, die ist noch nie veröffentlicht, aber zu einem unserer Programme, wo wir tatsächlich über eine Langschnittstudie herausgefunden haben, wenn man, wie gesagt, mit digitalen Medien und mit Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich damit auch zu beschäftigen, dann hat das gegenüber einer Kontrollgruppe durch Motivation, durch Projektorientierung auch eine größere Wirkung als ohne. Aber wie gesagt, der Qualität des Unterrichts muss im Vordergrund stehen. Ja, Frau Rigitz, auch die Gesellschaft für Informatik hat eigene Evaluierungsprojekte, zum Beispiel den Informatikmonitor. Wie wichtig ist es, dass auch zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure wie DGI und auch die Telekom-Stiftung zur Evaluierung digitaler Bildung in Deutschland beitragen und welchen Mehrwert können sie leisten? Also ich glaube, der Informatikmonitor, also für alle, die ihn nicht kennen, einfach mal ins Internet gehen, informatik-monitor.de. Soll ja genau das auch vermitteln, soll also zeigen, inwieweit auch dieses eben föderale Thema in Deutschland verankert ist. Und ich sag mal, gerade bei der Datenerhebung haben wir hier ja schon die erste Herausforderung, weil wir ja sehen, dass natürlich in verschiedenen Bundesländern verschiedene Daten zur Verfügung stehen. Und die Frage ist ja immer, was ja auch schon Frau Scheiter gesagt hat, was sind eigentlich Indikatoren dann auch, die man auswerten möchte. Das heißt, so eine Auswertung ist natürlich außerordentlich schwierig und basiert natürlich teilweise dann auch auf Daten, die sehr unterschiedlich sind und manchmal auch nicht wirklich gut vergleichbar. Aber umso wichtiger ist es trotzdem, dass man solche einfachen Evaluierungen auf diesem Informatikmonitor, sehen Sie auch sehr einfach in den üblichen Rot-, Gelb-, Grün-Farben dargestellt, wie sieht es eigentlich mit Informatikbildung in den verschiedenen Bundesländern aus. Ich glaube, umso wichtiger ist es, hier einfach mal Transparenz zu schaffen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, ob Unternehmen, Verbände, Politik oder Wirtschaft, wir brauchen sehr viel mehr informatische Bildung, weil das ist natürlich die Grundlage für die Innovationskraft der Zukunft. Und da ist der erste Schritt, ist halt einfach Transparenz zu schaffen, um hier eine gemeinsame Aktivität dann auch zu starten. Ja, ich möchte jetzt auch die politische Perspektive direkt mit reinholen. Herr Jatzombek, welche Datengrundlage braucht es denn für gute digitale Bildungspolitik? Ja, ich glaube, es braucht überhaupt erstmal eine Datengrundlage und auch ein Ziel, was man damit eigentlich messen möchte.
Wenn wir jetzt auf den Digitalpakt gucken, dann war das ein wichtiges Instrument, weil wir gesehen haben, dass vor 5 Jahren es im Wesentlichen an klassischer Infrastruktur fehlte, an Computern, an Vernetzungen, an Strominstallationen. Da hat der Digitalpakt, glaube ich, sehr geholfen. Aber jetzt muss der nächste Schritt darin bestehen, zu definieren, wie wollen wir denn eigentlich digitale Lernlösungen im Unterricht einsetzen. Ich habe da persönlich auch klare Vorstellungen. Ich glaube, solche Themen wie beispielsweise Gamification muss da einen Platz finden, um Menschen, junge Menschen zu motivieren, die nicht vom Elternhaus motiviert werden. Ein ganz wichtiges Thema, was wir haben, ist der digitale Zwilling. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Schüler nicht in der Schule lernen kann, weil er krank ist oder weil der Lehrer nicht da ist, was ja häufiger tatsächlich auch passiert, dass es einen digital hinterlegten Zwilling gibt, mit dem der Unterricht weitergehen kann. Und das Thema Berufsorientierung wäre aus meiner Sicht nochmal ein dritter Punkt, dass man mit Lernmanagementsystemen erfassen kann. Auch das ist ja eine Frage der Zahlen. Wo sind denn die Stärken des jeweiligen Schülers und der Schülerin und was sind Berufsbilder, die darauf passen können? Wir sehen, dass da heute viele junge Menschen, die auch früher schon mit der Schule fertig werden, zunehmend nicht ganz oder orientierungssuchend sind, was den richtigen Job betrifft. So, und das muss man dann auch entsprechend natürlich einer Wirkungsanalyse hinterziehen. Digitalisierung, das darf halt kein Selbstzweck in der Schule sein, nach dem Motto, wir haben jetzt hier schicke iPads, das sieht am Tag der offenen Tür für die Eltern gut aus, moderne Schule und erhöht unsere Anmeldezahlen, soll schon so vorgekommen sein. Ist jetzt kein theoretischer Gedanke. Also die Anwendung zählt und die muss man natürlich messen. Und gerade wenn wir jetzt auch jungen Menschen was beibringen wollen, muss man natürlich auch gucken, dass man Wettbewerb hat zwischen verschiedenen Produkten und dann auch nachhält, welches hat denn auch wirklich eine vernünftige Lernwirkung. Denn das ist auch von vornherein gar nicht so ganz einfach zu sagen. Ja, jetzt kamen Sie direkt natürlich auch schon auf den Digitalpakt zu sprechen. Über den möchte ich nachher nochmal genauer mit Ihnen allen reden. Aber wir haben gerade auch schon über die Problematik gesprochen, auf welchen Ebenen man denn überhaupt dann misst. Daher die Frage an Sie, Frau Professor Dr. Scheiter, wenn wir digitale Bildung messen, auf welche Ebene müssen wir da eigentlich schauen? Also auf einzelne Projekte, auf Schulformen, auf verschiedene Bildungsbereiche, auf Länderebene, auf Bundesebene. Genau, und aus dem Publikum habe ich auch noch eine Frage gesehen, die so ein bisschen auch daran anknüpft, wie kann der Bedarf der Lehrerinnen an Fortbildung in digitaler Bildung deutschlandweit gemessen werden? Also ist das schon gemessen worden? Kann man das messen auf Bundesebene? Genau. Naja, jetzt muss erstmal die Psychologin antworten. Die sagt natürlich erstmal sozusagen, auf der untersten Ebene geht es um die Lernprozesse. Das heißt, da müssen wir anfangen bei den Schülerinnen und Schülern. Jakob Schamann hat da eben sozusagen die Lehrkräfte als wesentliche Größe sozusagen mit ins Spiel gebracht, wo es dann um die Frage geht, wie wird der Unterricht gestaltet. Dann ist es tatsächlich auch wichtig, sich anzugucken, wie sind Schulen organisiert. Es geht ja nicht nur darum, Unterricht digital zu gestalten, sondern auch das System Schule auf die digitale. Jetzt haben wir kurz ein Problem mit dem Ton. Andere Kooperationsmöglichkeiten zu etablieren zwischen Lehrkräften. Und dann gucken wir uns sozusagen kommunale Verwaltung an, Schulträger, Schulverwaltung und letztendlich dann sozusagen bildungspolitische Akteure, die dann auch eine Rolle spielen. Ich denke schon, wir müssen sehr genau unterscheiden, was ist tatsächlich landesunterschiedlich oder unterschiedlich je nach Bundesland. Und was ist auch sozusagen allgemein, darauf zielte die Frage ja ab. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass das, was guten Unterricht ausmacht, in Bayern nichts anderes ist als in Bremen. Dafür haben wir keine Indikatoren. Das Lernen von Schülerinnen und Schülern, die Verarbeitung von Informationen, die läuft überall sozusagen gleich ab. Da können wir auch internationale Befunde heranziehen. Auch das schadet nichts. Wenn es aber zum Beispiel um das Rollout geht, sozusagen die Frage, wie sorgen wir in den einzelnen Länderstrukturen dafür, dass Digitalität in die Schulen hineinkommt, dann spielen tatsächlich diese Fragen, ist es ein Stadtstaat, ist es ein Flächenstaat, welches Bildungssystem sozusagen ist überhaupt etabliert, dann spielen die eine Rolle. Aber ich wäre da tatsächlich immer wieder stärker dafür, sich genau zu überlegen, an welchen Stellen können wir gut, sinnvoll über die Länder hinweg zusammenarbeiten, weil die Dinge sehr ähnlich ablaufen. Und an welchen Stellen braucht man dann eben diese länderspezifische Betrachtung und auch länderspezifische Umsetzungsformen? Okay, genau. Also an diesen Stellen, ja, Herr Schamann, ich sehe, Sie möchten auch darauf reagieren.
Ja, aber ich finde es ganz spannend, Katharina. Du guckst ja von Seiten der Wissenschaft drauf. Frau Wegens und ich, wir sind ja von der Zivilgesellschaft rein. Und ich glaube, eine der Herausforderungen, die wir haben, um eigentlich validen Daten zu generieren, ist, dass wir kommen nicht an die Daten ran. Das heißt also, wir können natürlich Fragen von außen stellen, aber wir sind sozusagen darauf, wir müssen mit dem System zusammenarbeiten. Und will ein Bundesland uns keine Daten geben, dann können wir auch dazu keine Daten machen. Und wir können denn das Ampelsystem nicht vervollständigen. Ich glaube, wir haben eigentlich Daten oder wir haben viele Daten in Deutschland. Eine der Fragen mit der Bildungsforschung ist auch, welche Fragen wir manchmal stellen. Das haben wir beim Forum Bildung Digitalisierung in einem Projekt gerade so eigentlich überlegt, wenn man digitale Bildung messen müssen, welche Fragen stellen wir? Reicht es zu fragen, wie viele iPads es gibt? Oder die Bundesregierung hat ja auch gerade oder das BMBF im Sinne der Digitalpakt 1 auch gerade gesagt, 95% von allen Schulen haben jetzt Tablets. Wunderbar, aber wir wissen nicht, wie viele Klassensätze es ist. Umgekehrt haben 50% von allen Lehrkräften eine Fortbildung gemacht. Ist doch schön und gut. Aber wir kommen nicht an die Rohdaten. Das heißt, es ist denn eigentlich auch schwierig zu sagen, wo läuft es gut oder wo läuft es nicht so gut, nicht um Finger zu zeigen, sondern voneinander und miteinander zu lernen. Und hier glaube ich, wenn wir auch die ständige wissenschaftliche Kommission hören, zum Beispiel zum Thema Lehrkräftemangel, wo die auch sagen, wir haben eigentlich nicht die Daten, wir können keine Prognosen bauen. Und das ist in 2024, wo wir eigentlich einen Datenüberfluss haben überall. Da glaube ich, da habe ich einen großen Wunsch, wenn ich das aussprechen darf, dass wir auch wirklich Zugang zu den Daten bekommen, so wie es in anderen europäischen Ländern ist, dass wir dann auch wirklich mit den Daten arbeiten können und von den Daten lernen. Nicht nur für den Einzelschule und Einzelunterricht, aber wirklich für das Systemschule. Ja, ich möchte gerne auch nochmal auf den Blick aus der Wirtschaft oder vielleicht, was wir von der Wirtschaft lernen können, blicken. Frau Regitz, Sie haben ja knapp 30 Jahre Erfahrung in der Digitalwirtschaft. Wie stellen Sie denn dort denn oder wie stellt sich dort der nachhaltige Erfolg von Digitalisierungsprozessen sicher und können wir auch vielleicht daraus für die Evaluation von Digitalisierung im Bildungskontext lernen? Ja, ich glaube, das Evaluieren ist natürlich etwas, was uns auch gerade wenn man in der Softwareentwicklung ist es ja ganz wichtig. Also man fängt an mit einem Piloten, man guckt sich den Piloten an und schaut, ist es das, was ein Kunde möchte, ist es das, was den Anforderungen entspricht und falls nicht, dann geht man zurück nochmal auf los und quasi geht in einem kleineren iterativen Ansatz ran. Das heißt, das ist etwas, was ja auch in anderen Ländern völlig normal ist. Also Policies zu entwerfen, zu testen, zu evaluieren. Und zu schauen, dann, wenn man vom Kleinen ins Große geht, was muss man eigentlich tun? Und das ist im Politischen kann man das tun, das machen wir als Wirtschaftsunternehmen genauso. Das heißt, da kann man schon mal ganz viel draus lernen, weil oftmals auch, ich sage mal so, der Teufel im Detail steckt. Ich habe immer ein schönes Beispiel. Wir haben mal eine schöne App entwickelt für einen Produktionsleiter, der quasi in der Maschinenhalle steht und die Produktionsplanung macht und haben gedacht, wir wissen, was zu tun ist und haben ihm das vorgestellt und da kam der Kunde zurück und sagt, das ist überhaupt nicht das, was ich brauche. Ich brauche nicht die Anzahl Aufträge, ich brauche, wer ist heute krank als erstes in meiner App und das ist das, was ich brauche. Also relativ einfach und es geht aber nur, wenn man früh anfängt, quasi die Evaluierung auch zu beginnen. Und deswegen müssen wir das auch hier tun. Das heißt, wir müssen gucken, was jetzt auch gerade schon gesagt wurde, geben wir aus, haben wir bisher gemonitort, rein monetär. Wie viele iPads gibt es jetzt? Das ist aber eher dann ein Beschaffungsprogramm für Hardwarehersteller, zeigt aber noch überhaupt nicht, was ist der Impact? Was ist wirklich das Outcome? Also was hat es eigentlich gebracht? Und da bin ich völlig d'accord, da geht es auch um das System Schule. Also die große Frage ist ja auch immer, wer macht den Service für die ganze Hardware? Das macht meistens dann der Lehrer gleich mit, obwohl der gar kein ausgebildeter keine Servicekraft ist. Also wer hilft eigentlich den anderen Lehrern bei Fragen zu der Hardware? Und das ist ja nur eine Fragestellung, die wir haben. Das heißt, wir haben ja und als Wirtschaftsunternehmen haben wir natürlich völlig klar eine 7x24 Stunden Hotline, die irgendwo zentral mit Fachleuten besetzt ist. Also da kann man natürlich auch viel lernen. Also das könnte man ja auch im schulischen Kontext anbieten und wird bisher außerordentlich selten getan. Ich glaube, da gibt es viel, wovon ich sag mal, das Bildungssystem lernen kann von dem, was wir heute in der Wirtschaft schon tun. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Ja, also Was Stichwort früh anfangen und auch Daten bereitstellen, nehme ich daraus auch mit. Herr Jatzombek, wie muss von politischer Sicht der nachhaltige Erfolg von Digitalisierungsprozessen sichergestellt werden? Und wie kann man auch langfristig garantieren, dass die Gelder an der richtigen Stelle ausgegeben werden?
Das ist des Pudels Kern sozusagen. Also ich glaube, was man tun muss, ist allen klar, man braucht eine Ende-zu-Ende-Lösung. Also es hilft jetzt nicht irgendwie, die Beispiele hören wir ja auch immer, dass dann DHL 300 iPads liefert, sondern die Geräte müssen natürlich nicht nur in der entsprechenden Infrastruktur laufen, konfiguriert sein, es braucht dafür auch Wartungspersonal. Das ist übrigens ein ziemlich großer Schmerzpunkt. Wir haben ja extra beim Digitalpakt noch so drei Sonderprogramme am Ende draufgelegt und eins war davon 500 Millionen für Administration. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, dass es natürlich nicht ganz einfach ist, für so ein kommunales Schulamt Systemadministratoren oder IT-Service-Leute zu finden. Und jetzt haben sie die mühsam gefunden, der Digitalpakt, der jetzt bestehende, der läuft übrigens im übernächsten Monat im Mai aus und es gibt bis heute noch keine Anschlussregelung. Und wenn Sie also jetzt als IT-Servicekraft in der Verwaltung angefangen haben, sind jetzt 2 Jahre dabei und sagen, ich habe keine Ahnung, ob mein Job möglicherweise im Juni obsolet ist, dann würden Sie sich wahrscheinlich schon spätestens im Dezember noch was Neues umgedruckt haben. Und das ist die ganz konkrete Herausforderung, die momentan da ist. Deshalb ist Zuverlässigkeit und Planbarkeit total wichtig und das kann die aktuelle Regierung leider nicht leisten. Das finde ich extrem bedauerlich. Da fließen momentan viele Leute ab. Und dann kommt der Punkt, den Frau Regitz auch gemacht hat. Wir machen eine Menge von Datenpunkten, die es auch gibt, die wir auch nutzen könnten, aber die bei den Ländern liegen. Da hat der Bund jedenfalls keinen Zugriff drauf. Und das ist ein Thema, das ärgert mich auch. Das geht weit über das Thema Digitalisierung hinaus. Ich bin kein Gegner des Föderalismus. Ich glaube, Föderalismus hat auch in der Tat was Gutes, wenn es zu einem Wettbewerb führt. Nur wenn die Vergleichsdaten nicht bekannt sind, dann hat man keinen Wettbewerb am Ende. Und deshalb müssen diese Daten unbedingt transparent gemacht werden. Und deshalb tun sich, glaube ich, auch im Bund einige so schwer damit, nochmal Gelder für einen neuen Digitalpakt herzugeben, weil man es halt eben nicht wirklich messen oder nicht wirklich steuern kann. Ja, da möchte ich direkt auch nochmal ansetzen. Sie haben jetzt auch über den Digitalpakt gesprochen. Wir haben im vorherigen Panel auch intensiv über den Digitalpakt diskutiert und über die fehlende Anschlussfinanzierung gesprochen. Herr Jatzombek, der Digitalpakt 2019 ging es los und jetzt seit 2023 bis 2026 wird nun evaluiert, ob die Ziele erreicht wurden des Digitalpakts. Sie haben es gerade angesprochen, es ist schwierig zu evaluieren, aber über welche Ziele sprechen wir denn da und ist es nicht im Hinblick auf den Digitalpakt 2.0, wenn er denn kommt, nicht zu spät anzufangen 2023? Ja, ich halte das für eine Chimäre, um das mal ganz deutlich zu sagen. Wir hatten heute Morgen im Forschungsausschuss die Expertenkommission Forschung und Innovation, die ihren Bericht vorgestellt hat, den sie unlängst dem Kanzler übergeben hat. Und da gab es, glaube ich, über 80 verschiedene Evaluierungen. Und tatsächlich haben die allermeisten überhaupt keine sinnvolle Wirkungsmessung hergebracht. Und deshalb ist das heute irgendwie so ein Must-Have. In allen politischen Prozessen wird immer gesagt, wir evaluieren das. Ich stelle mir immer die Frage nach, was will man das denn eigentlich evaluieren? Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Und an den klaren Zielvorgaben mangelt es zu oft, an der Stelle halt eben auch. Ich glaube, beim Digitalpakt 1 kann man ja auch durch den Mittelabfluss relativ klar sehen, wo man da steht. Denn die Grundidee war, eine Basisinfrastruktur auszuliefern. Und das wurde sicherlich nicht überall vollständig erreicht, aber das war ein guter Beitrag dazu. Und ich brauche jetzt auch keine großen Evaluierungsergebnisse, denn die Verhandlungen finden ja jetzt statt. Und ich glaube, heute oder morgen ist die KMK-Sitzung, ich glaube, morgen, wo es dann am Ende wirklich drauf ankommt. Da wird jetzt keiner noch auf lange Evaluationsergebnisse warten, sondern die Frage ist da halt am Ende, gibt der Bund noch mal Geld für das Thema digitale Bildung, ja oder nein? Und wenn er das nicht tut, wird es am Ende so sein, dass es Kommunen gibt, die werden alleine in der Lage sein, auch ihre Schultoiletten zu sanieren und die Dächer zu stopfen und den Schulen auch eine Heizung einzubauen, die auch zu vertretbaren Betriebskosten in Folgejahren führt. Und es wird andere Städte geben, die werden sich entscheiden müssen. Mache ich jetzt neues Dach oder investiere ich in Digitalisierung? Und da dürfen wir eigentlich nicht hinkommen. Und das ist die politische Frage, über die gerade gerungen wird. Und ich glaube, dass der Bund sich aus vielen Dingen irgendwie rausnehmen will, weil er dann sagt, das ist so Länderaufgabe, aber am Ende geht es hier nicht um Bund oder Länder, sondern es geht um die Kinder und was die eigentlich lernen. Und da haben wir alle eine gemeinsame Verantwortung und dieses Blame Game, was da im Augenblick gespielt wird, finde ich absolut fatal. So würde kein Startup und kein Unternehmer denken. Man braucht eine lösungsorientierte Perspektive. Wie können wir was schaffen? Und mir läuft in der Bildungspolitik des Bundes mindestens so in den letzten Monaten zu sehr so ein Blame Game. Das sind alles die Länder. Und da können wir jetzt nichts dafür, denn der Bund kann mehr machen, als man manchmal glaubt. Das sieht man ja unter anderem mit diesem Stadtchancenprogramm.
Ja, Herr Chabon, wir haben im Vorfeld auch über schrittweise Evaluierungsprozesse während der Laufzeit von Digitalisierungsprojekten gesprochen. Und kann man solche Prozesse bei Projekten mit einer Größe des Digitalpakts von Beginn an mitdenken? Also ist das machbar? Das muss man. Weil ich meine, wir leben in einer sehr, sehr schnellen Welt, wo alles sich wieder verändert. Und das heißt, wir können nicht von Anfang an uns erstmal hinsetzen und ein Konzept schreiben und dann denken, Digitalpakt war 5 Jahre, Startchancenprogramm ist 10 Jahre, dass wir alle Details vorher wussten und dann so klug sind, dass das sich in 10 Jahren oder 5 Jahren nichts verändert. Wir müssen solche Programme aufstellen, dass eine iterative, das hat Frau Rieges auch gerade gesagt, ja, Anpassung möglich ist. Wenn wir feststellen nach 2 Jahren, dass das Geld nicht fließt über den Schulträger, was ja der Fall war bei dem Digitalpakt 1, dann müssen wir Bürokratie abbauen, müssen wir es leichter machen. Es war vielleicht auch nett gedacht, dass jede einzelne Schule ein Digitalkonzept schreiben müsste, aber am Ende haben wir festgestellt, war vielleicht nicht so klug oder da hätte man vielleicht auch in Klüngen von Schulen oder mit Schulen in dem gleichen Schulprofil oder Schulform sich zusammentun könnte. Und da sind wir leider zu stark in der Bürokratie, um sowas hinzubekommen. Wir müssen sagen, diesen Fluss von Bund über Länder an den Schulträgern, das gab es nicht vorher. Also haben wir jetzt mit Digitalpakt 1 was Wertvolles geschafft, dass es geht. Aber wir müssen wirklich auch sichern, dass wir jetzt die Planbarkeit und die Sicherheit für die Schulträger schaffen, so dass die Kinder und Jugendliche nicht zu Verlierer werden. Weil dieses Blame Game, was gerade angesprochen wird, kann ich nur unterstützen. Und ich würde den Wunsch an alle PolitikerInnen wirklich schicken, dass wir die Kinder und Jugendliche sehen und auch nicht hier, sage ich mal so, Opposition gegen Ampel oder Bund gegen Länder. Da müssen wir wirklich alle für die Kinder einstehen. Und wenn die Programme denn laufen, dann müssen wir auch wirklich gucken und sehen, wir haben es ja gesehen mit ChatGPT und die Entwicklung von KI, was in einem Jahr passiert ist. Das heißt also, selbst auch in kürzere Programme müssen wir auch Anpassungen machen können, müssen wir iterativ arbeiten können. Und da brauchen wir Umstellungsbereitschaft und wir brauchen auch eine Veränderungskultur, wenn irgendetwas schief geht, dass wir nicht böse aufeinander sind. Und das ist ja auch wieder in so einem politischen Umfeld, wo immer nur 4 Jahre gedacht wird, eine schwierige Sache, weil wenn wir wirklich über Bildung schauen und wenn wir auch wieder aus dem Ausland lernen wollen, dann brauchen wir eigentlich die breite Koalition, also auch über eine Regierung hinaus, dass ein, sage ich mal, so Oppositionspartei 4 Jahre später nicht sagen können, damit habe ich nichts zu tun, also dass wir wirklich alle an einem Strang ziehen. Das wünsche ich mir für Deutschland. Also auch im Prozess auf jeden Fall flexibel bleiben. Ich möchte Frau Professor Dr. Scheiter auch gerne nochmal fragen, wie blicken Sie auf den Digitalpakt und was hätte da bei der Evaluation besser laufen können? Und ich habe aus dem Publikum eine Frage bekommen, vielleicht können wir das mitdenken. Inwiefern wird auch künstliche Intelligenz eine gewichtigere Rolle spielen in der Zukunft im Rahmen der digitalen Bildung? Also der Digitalpakt ist nun mal eine Ausstattungsinitiative gewesen. Von daher ist es auch sinnvoll, sich anzugucken, wie ist denn jetzt die Ausstattung an den Schulen. Ich habe natürlich da immer eine gewisse Sorge, dass auf der einen Seite jetzt bestimmte Schulen richtig, richtig toll ausgestattet sind, also auch mit ganz innovativen Geräten. Und andere Schulen haben aus irgendeinem Grund gar nichts bekommen, vielleicht weil sie es nicht geschafft haben, sich durch diese bürokratischen Prozesse durchzuarbeiten, vielleicht auch nicht die Unterstützung vom Schulträger hatten, wie auch immer. Aber wir haben jetzt einen ziemlichen Flickenteppich immer noch in Deutschland. Das ist ein Problem. Und wir haben eben nicht genau diese Grundausstattung, die verlässliche Grundausstattung, die wir an eigentlich allen Schulen bräuchten. Und das andere Problem ist, und das kennen wir aus Ausstattungsinitiativen sowohl in Deutschland als auch aus dem Ausland, da gibt es immer dieses Problem von oversold und underused. Also viel Ausstattung, die da ist, die aber nicht genutzt wird. Und das ist für mich tatsächlich das größere Problem, was man jetzt im Digitalpakt 2, so er denn hoffentlich kommt, tatsächlich angehen muss, dass man tatsächlich nicht nur die Geräte anschafft, sondern auch eine Prozessbegleitung an den Schulen, bei den Lehrkräften etabliert, die wirklich die Nutzung der Geräte, und zwar eine sinnvolle, didaktisch sinnvolle Nutzung der Geräte mit begleitet und mit sicherstellt. Das Thema KI ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr virulent. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir KI vermutlich viel schneller
als Unterstützungsmöglichkeit für Lehrkräfte sehen werden in der Schule, als tatsächlich als Lerntool, also flächendeckendes Lerntool für Schülerinnen und Schüler, weil es da, glaube ich, eine schnellere Wirkung auch erzielen kann. So sehr ich auch sozusagen diese ganzen Diskussionen spannend finde, habe ich den Eindruck, es ist momentan immer noch so ein bisschen so ein Overhype, dass es jetzt gerade sehr immer noch in aller Munde ist. Das wird sich, glaube ich, auch wieder ein bisschen runterregulieren, was ich auch gut finde, weil insgesamt ist mir auch bei dem Thema Evaluation wichtig, dass wir nicht nur immer auf diese kurzfristigen Effekte gucken, bei denen man nach Abschluss eines Projektes sieht, oh, da hat sich jetzt ganz kurzfristig was getan, da gibt es tolle Produkte, sondern eigentlich müssen wir viel stärker, ich nenne das mal Stabilitätsindikatoren, in den Blick nehmen. Also gucken, wirken die Dinge auch nachhaltig, wirken sie in der gesamten Fläche, wirken sie, wenn auch mal die drei Lehrkräfte, die am Programm teilgenommen haben, nicht mehr in der Schule sind und drei neue Lehrkräfte dazugekommen sind. Das heißt, wirklich die Frage, kriegen wir eine Veränderung der Kultur? Ich glaube, Jakob hat es eben auch den Begriff schon gewählt. Kriegen wir diese Veränderung der Kultur hin, die dann auch dann sozusagen weitere Wirkungen hat, ohne dass es konkrete Interventionen, konkrete Programme gibt, die das Ganze die ganze Zeit am Laufen halten? Ja, Frau Regels, ich möchte gerne auch Sie fragen, wie blicken Sie darauf und ja, was hätten Sie sich für die Evaluationsprozesse vielleicht am Beispiel auch des Digitalpakts gewünscht? Also ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, die Evaluation darf nicht nur darauf gehen, wie viel Geld wurde ausgegeben oder wie viel Geld wurde abgerufen. Zumal wir müssen halt bei Hardware, also was wir da vorfinden, ja auch davon ausgehen, das ist eben nicht wie Schultoilette, die halten ja von mir aus hoffentlich 30, 40 Jahre, sondern hier handelt es sich um sehr, sehr schnell veraltende Ausstattung. Das heißt, an der Stelle müssen wir auch überlegen, was wirklich gezielt und sinnvoll da machbar ist, weil Hardware ist nun mal nicht wie eine normale Infrastruktur, sondern unterliegt diesem Innovationszyklus. Also das hätte ich mir halt gewünscht, da viel stärker zu gucken, weniger was passiert mit dem oder wie viel Geld ist abgeflossen, sondern tatsächlich qualitativ mal zu messen, was war der berühmte neudeutsche Impact und was hat es tatsächlich gebracht. Oder was halt auch Frau Scheiter gesagt hat, also auch die Nutzung, wofür wird es genutzt, was wird damit getan oder ist es tatsächlich einfach nur oversold und underused. Also das zum einen und vielleicht zum Thema KI auch nochmal. Ich glaube, wir unterschätzen das nach wie vor, was dieses Thema bringen wird, nicht nur für die Lehrer, sondern wenn wir heute in die Schulen gehen, ist es völlig klar, die Schüler nutzen ChatGPT, die nutzen dieses Large Language Model, um sich damit Informationen zu beschaffen, um Texte zu schreiben. Das heißt, es wird uns massiv das komplette System Schule oder Bildung im Allgemeinen, es wird auch die Hochschulen betreffen, über den Haufen werfen, weil damit ganz neue Dinge entstehen können. Noch mal gar nicht drüber gesprochen, was es auch zeigen könnte, wie weit man den kompletten Bildungssektor mit KI vielleicht auch etwas automatisieren könnte. Sie können heute schon, man könnte die Deepfakes in eine sehr positive Richtung entwickeln. Man könnte einen Albert Einstein selber seine Theorien erläutern lassen durch eine schlaue KI. Die garantiert heute schon seine Stimme und seinen Habitus imitieren kann. Ich glaube, da sind wir noch viel zu wenig bereit, über diese, ich sag mal so, fantasievolle Nutzung der KI zu reden, ohne gleichzeitig die Risiken und die quasi damit verbundenen auch eventuell negativen Auswirkungen zu haben. Aber erstmal positiv darüber denken und zu gucken, was kann KI in diesem Kontext, könnte es denn, und zwar das wird passieren in relativ kurzer Zeit, denn auch bringen. Ja, Herr Jatzombek, ich möchte, es ist schon angeklungen, aber ich möchte Sie nochmal ganz explizit auch fragen, was würden Sie denn bei einem Digitalpakt 2.0 besser machen? Genau, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir jetzt mehr an die, also was heißt mehr, sondern der neue Aspekt muss die Anwendung sein. Das heißt also, was wollen wir, welche Ziele wollen wir erreichen? Ich glaube, das Thema Lernmotivation ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Ziel, was wir erreichen können. Das Thema digitaler Zwilling ist etwas, was ich meine, was wir erreichen müssen und das Thema eben am Ende Stärken-Schwächen-Analyse, insbesondere für eine Berufsorientierung. Das wären aus meiner Sicht drei ganz zentrale Punkte.
Und dafür, glaube ich, gibt es auch eine Menge Softwarelösungen, die man dann tatsächlich auch mal testen kann. Da brauchen wir dann in der Tat auch eine Evaluierung oder eine Wirkungsmessung, um zu gucken, hilft es denn am Ende wirklich? Wurden die Lernziele damit auch erreicht? Wie viele Kinder wurden tatsächlich motiviert? Und das muss der Schwerpunkt sein. Und darüber hinaus gilt es natürlich, die Installation, die man jetzt schon hat, auch abzusichern und zu erneuern. Es ist halt einfach mit einer IT-Ausstattung anders, als wenn Sie sich eine Waschmaschine kaufen. Die ist möglicherweise auch nach 15 Jahren noch okay und Sie sagen, naja, aber vielleicht will ich erstmal neue Features haben. Wenn Sie IT-Infrastruktur haben, dann haben Sie halt Sicherheitsthemen. Sie haben am Ende auch einen schnellen technischen Fortschritt. Und deshalb muss man Geräte, Router, all diese Dinge immer wieder austauschen, Access Points, Server etc. Und natürlich mit zu dem Paket dazu muss halt eben auch ein vernünftiges Servicekonzept gehören. Und das ist irgendwo ein Mischmasch aus dem Thema am Ende, wie viele Servicekräfte habe ich und wie baue ich denn aber auch die Infrastruktur auf, Stichwort TCO. So, und das ist also die Erwartungshaltung an den Digitalpakt 2. Das heißt also Inhalte und Ziele zuerst und Erhalt und Weiterentwicklung aber der Infrastruktur eben auch im zweiten Block. Okay, das sind ja schon mal Anknüpfungspunkte, die man dann für den hoffentlich kommenden Digitalpakt 2.0 dann mit einfließen lassen kann. Seien Sie mal nicht so optimistisch. Also wir hören aus dem Bundesbildungsministerium nicht viel Mutmachendes, was überhaupt die Bereitschaft noch betrifft, in Schulen und in Computer zu investieren. Und das wäre allerdings wirklich eine sehr schlechte Variante. Und das kann gut passieren, dass der Bund komplett hier aussteigt. Und dann haben wir nochmal ein ganz anderes Thema, über das wir reden müssen. Herr Schamann. Aber dann wünsche ich mir doch, dass der gesamte Bundestag sich dahinter stellt, dass wir nicht den Blame Game weitermachen und alle Politiker dann sagen, wir brauchen dringend diesen Digitalpakt. Und Sie haben ja auch die guten Kontakte in den Ländern, wo Sie mit Ihren KollegInnen sprechen können und sagen, wir wollen doch mal das. Das wäre doch ein Zeichen, der wirklich Mut machen würde, wenn Bund und Länder über alle Parteigrenzen sich hinter einen Digitalpakt setzen würde. In der idealen Welt wäre das so. Ich sage Ihnen mal, wie es konkret aussieht. Im Bundeshaushalt für dieses Jahr fehlt für das Ressort Bildung und Forschung ein Betrag von 2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, Sie müssen jetzt an allen Ecken und Enden sparen. Deshalb gibt es auch für Studierende eine Nullrunde beim BAföG, trotz der extrem steigenden Inflation und Lebenshaltungskosten. Und deshalb, glaube ich, hat das Ministerium, weil es am Ende der Verlierer in dieser Runde war, andere Ressorts haben übrigens sehr viel mehr bekommen, zum Vergleich Arbeit und Soziales bekommen fast 10 Milliarden mehr. Das nur in diesem Jahr mehr, das ist die Hälfte der Gesamtausgaben für Bildung und Forschung. Und weil Bildung und Forschung der Verlierer war in dieser Haushaltsdebatte, sind die Möglichkeiten für die Ministerin ziemlich eingeschränkt. Und ich glaube, dass die Kollegen von der FDP und andere jetzt auch nicht sagen werden, wir fallen unserer eigenen Regierung in den Rücken. Also jedenfalls habe ich keine Anzeichen dafür. Und da beginnt das ganze Problem. Und da können wir jetzt als Opposition Anträge schreiben, wie wir wollen. Das tun wir. Ich befürchte, das wird nicht dazu führen, dass sich die Regierung bewegt oder die Kollegen. Ja, also ein etwas ernüchternder Blick seitens der Politik. Ich möchte gerne noch mal den Bogen spannen zum Anfang und eine interessante Frage aus dem Chat an Sie richten. Und zwar, wir haben darüber gesprochen, dass es auch Daten braucht, eben die Messung dann durchführen zu können. Und hat uns die Frage erreicht, wie sieht denn die Bereitschaft der Schulen und Lehrerinnen aus, ihre Nutzung und den Einsatz digitaler Bildungsmedien messen und auswerten zu lassen? Frau Professor Dr. Scheidt, haben Sie da Erfahrungen? Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema und kein sehr schönes Thema. Also es ist zunehmend schwierig geworden, für die Bildungsforschung in die Schulen hineinzukommen. Ich kann beide Seiten gut verstehen. Also auf der einen Seite ist natürlich bei den Lehrkräften die Sorge jetzt gerade im Nachgang zu Corona, dass sie vor riesigen Aufgaben stehen, Wissensdefizite aufzuholen. Und dann natürlich häufig die Wahrnehmung ist, dass Forschung vielleicht dann eher Zeit, also kostbare Zeit sozusagen, Unterrichtszeit in Anspruch nimmt, von der man sozusagen unmittelbar kein wirkliches Return of Investment hat, also selber sozusagen für den eigenen Unterricht nicht sieht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Forderung immer da, zunehmend evidenzbasiert in der Bildungslandschaft agieren zu können. Und da stelle ich immer dann die Frage, woher soll denn die Evidenz kommen, wenn wir sie eben nicht in den Schulen sammeln können.
da ist dann wieder die Frage, wie viel der Bildungsforschung ist dann wirklich relevant, also hat unmittelbare Implikationen für die Unterrichtsgestaltung, für das Schulgeschehen. Ich denke, auch da müssen wir vielleicht noch mal besser werden, was die Nutzung von den Daten, das hatten wir am Anfang auch in der Diskussion, was wirklich die Nutzung der Daten für Veränderungsprozesse angeht. Denn vieles bleibt dann eben in der Forschung hängen oder in den Schulverwaltungen, wenn es Daten sind, die von der Schulverwaltung erhoben werden und wird eben nicht umgesetzt. Wir sehen das zum Beispiel bei solchen Sachen wie Vera, den Schulvergleichsstudien. Da könnte man unheimlich viel draus ziehen, selbst für die Förderung von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Aber diese Daten wirklich so zu nutzen, setzt nochmal andere Instrumente voraus, die wir bislang nur in einzelnen Bundesländern haben. Die Länder, die das gemacht haben, wie beispielsweise Hamburg, die wirklich ihre Bildungsmonitoring-Studien genauso aufsetzen, dass sie sie dann auch für Entwicklungsprozesse nutzen können, die fahren sehr, sehr gut, wenn es um datengestützte Unterrichtsentwicklung geht. Andere Bundesländer sind da noch sehr weit von entfernt. Ja, vielen Dank, Frau Professor Dr. Scheiter. Ja, Herr Chamon, ich sehe, Sie wollten was sagen. Gerne kurz, angesichts der Zeit. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch einen Raum schaffen, wo die Lehrkräfte sich nicht angegriffen fühlen und wo die nicht Angst haben, dass die Daten, die da rauskommen, sozusagen dazu genutzt wird, zu erzählen, wie schlecht sie arbeiten. Andersrum müssen wir eine Kultur schaffen, wo natürlich auch Lehrkräfte in deren Professions-DNA haben müssen, ich möchte mich verbessern. Und da können Daten wirklich helfen. Aber da, glaube ich, haben auch Politik und wir als Zivilgesellschaft, die Medien, wie wir über Bildung reden, auch eine große Verantwortung, die Lehrkräfte zu unterstützen in deren Arbeit, die sie tun, und nicht denen zu zeigen, was sie alles falsch machen, aber umgekehrt auch eine Kultur schaffen, wo wir uns täglich verbessern wollen. Und da können KI Daten unterstützen, aber wir brauchen diesen Kultur. Ja, also nochmal eine ganz klare Forderung an alle, auch mit Hinblick auf die Zukunft. Ich möchte oder muss leider angesichts der Zeit schon zur Abschlussfrage kommen und möchte zum Ende nochmal auf den Titel unseres Panels zu sprechen kommen, nämlich Let's Talk Numbers. Das ist jetzt eine Abschlussfrage, die angesichts unserer heutigen Diskussion und die Rolle der Evaluation nicht wissenschaftlich ist, aber mit Ihrer gesammelten Expertise ganz sicher spannend für die Zuhörenden. Und zwar möchte ich Sie gerne fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, welche Bewertung geben Sie dem Stand digitaler Bildung in Deutschland und vielleicht kurz zwei Sätze maximal, warum, Frau Regitz? Also ich tue mich ein bisschen schwer mit einer klaren Zahl. Ich würde eher sagen, wir sind da irgendwo in der Mitte mittlerweile. Dadurch, dass wir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was dazu gewonnen haben, es geht langsam aufwärts, sehen wir auch im Informatikmonitor. Es gibt eine Sache, wir haben jetzt auch wieder eine Initiative gestartet, auch das eine also Allianz für informatische Bildung, weil wir auch eine, glaube ich, sehen, dass wir verschiedene Akteure zusammenbringen müssen, um eben der Politik auch nochmal auf verschiedenen Ebenen, ob Bund oder Ländern, klarzumachen, hier sind Unternehmen, hier ist Zivilgesellschaft zusammen und diese Allianz dürfen Sie gerne unterstützen, also informatik-allianz.de. Und ich glaube, da das sind einfach Aktivitäten, die mir Mut machen, dass wir da aus dem Mittelfeld rauskommen. Danke, Herr Jatzombek. Also ich bin in der Bewertung da sehr bei Frau Regitz. Ich würde sagen eine 6, weil ich immer das Glas ein bisschen halb voller sehe, aber wir haben bei der Infrastruktur eine Menge geschafft und jetzt kommt die zweite Halbzeit, das müssen jetzt die Inhalte sein und darauf kommt es jetzt an. Ja, Frau Professor Dr. Scheiter. Ich glaube, wir sollten nicht nur über einen Mittelwert sprechen. Ich glaube, im Mittelwert wäre ich auch bei 5. Was mir eher Sorgen macht, ist sozusagen die große Streuung um diesen Mittelwert. Wir sind auf manchen Dimensionen, sind wir noch ganz weit vorne, also oder ganz weit am Anfang auf der Skala und bei anderen sind wir weiter oben und einzelne Schulen stehen auch unterschiedlich da. Das heißt, der Mittelwert ist vielleicht wenig aussagekräftig, sondern wir müssen tatsächlich dafür Sorge tragen, dass wir die Streuung reduzieren, also die Unterschiedlichkeit im System besser in den Griff kriegen. Ja, Herr Chamon. Ja, das ist ja genau die Herausforderung mit einer nicht wissenschaftlichen Sache, wo wir alle ein Ziel setzen dürfen. Ich würde dann, weil ich der Letzte bin, dann sagen, ich setze sozusagen, wenn ich auf der Skala Mut, wo sind wir mit digitaler Bildung, was Mut anbelangt, würde ich sagen 8, weil ich habe das Gefühl, dass viele Lehrkräfte wirklich sich auf den Weg machen, die probieren Sachen aus,
In einige Bundesländer trauen die sich auch, ChatGPT wirklich durchgehend einzusetzen. Und ich möchte die Lehrkräfte in den Schulen motivieren, weiterzumachen. Also ich sage auf der Skala Mut, bin ich positiv. Vielen Dank, Herr Zombeck. So schaffen wir es doch noch leicht optimistisch in die Zukunft zu blicken und aus dieser heutigen Diskussion rauszugehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen für die angeregte Diskussion und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.